Piep, piep. Hallo Leute, willkommen hier zurück bei Treasure Hunter Simulator. Weiter geht's. Ich hoffe, es geht weiter. Das weiß ich ja noch nicht an der Stelle, ob die Aufnahme hinhaut. Warte mal, das müssen wir gleich mal runterdrehen. So langsam macht es mich ein bisschen kirre. Bip, 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 bip. Oh, dieses Graben ist sinnlos. Das hat nichts mehr mit Simulation zu tun. Außerdem ist da Müll drin. So. Tring. Gib mir das. So. Optionen. Sound. Detektor. Den drehen wir erstmal runter. Dann machen wir auch mal so ein. Naja, gut, das können wir lassen. Hat mich nicht gestört. Oh, schon besser. Schon besser. Manchmal geht das Sprinten nicht. War ganz schön verbuggt hier das Game. Jetzt geht's gerade wieder nicht, jetzt geht's wieder. Einfach nur wild hin und her schwenken und dann die linke Maustaste spammen. Oh, warte mal, der Karabiner ist, glaube ich, kein Müll, oder? Doch. So viel Müll. Ich guck mal nebenbei nach den Blumen. Jetzt ging wieder das Sprinten nicht. Warte mal. Das Sprinten geht immer nur dann, wenn ich erst laufe und dann Sprinten drück. So wie jetzt halt. Ja, in welcher Richtung jetzt hier? Da passiert doch nichts. Oh, 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 ho, ho, ho. Da war er. Der Müll bestimmt. Ich glaube nicht, dass das wieder ein Schatz ist. Oh, meine Waschmaschine ist sehr laut. Was natürlich ärgerlich ist, ich habe es im letzten Part schon gesagt, dass mein PC irgendwie abgeschmiert ist komplett und ich den neu machen musste. Ich hatte so viel vor... Ach, guck mal, jetzt geht's. Geil. Ich hatte so viel vor, auf Unica City aufzunehmen. Und, boah, das nervt mich alles so. Habe ich's jetzt? Ach so, nah dran. Okay. Botanica. Den haben wir. Ich lauf mal da. Guck mal, da zeigt er an. Das meinte ich. Weil das Tutorial ist, zeigt das beim ersten Mal an. Glaube ich. So, und jetzt fehlt noch einer. Der war irgendwo dahin. Da. Ne, den hatten wir gerade. Aber ich glaube, der war irgendwo in diese Richtung. Da laufen wir hin. Gleich zwei Aufträge in einem Zug. Perfekt. Auftrag abgeschlossen. Komm, gib mir die Meldung. Jawoll. Ja, dann können wir weiter mit dem Detektor rumlaufen. Mal sehen, ob wir schon die Aufgabe bekommen, wo wir hier den legendären Schatz suchen müssen. Gib's mir! Da! Piep, piep! Ich habe das Gefühl, der ist jetzt zu leise, aber doch besser so, als dass es mega laut ist, ne? Jo, ein krummer Nagel, oder? Das sieht krumm aus. Der ist auch krumm. Komm, schmeiß weg! Ah, baden! Hier würde ich so gerne mal baden! Ey, warte mal. Da hinten sind auch noch Hütten. Aber da komme ich nicht hin, ne? Nee, weil ich da hinten gestartet bin.
Schade. Das sieht ja schon aus wie ein richtiges Dorf. Hä, was? Wo? Verstehe ich manchmal nicht. Dann ist es wieder da und dann geht man da an dieselbe Stelle, dann ist es wieder weg. Eine Patronenhülse? Bitte? Ja, eine 50er. An das 50er da hinten. Blüm. Die ist zerstört. Deswegen war ich beim letzten Mal so überrascht, dass die eine Patrone noch ganz war, die 45er. Oder war das 9mm? Egal, wie viel haben wir? 4, wir brauchen noch einen. Na, lauf doch da vorbei. Hä, bist du blöd oder was? Genau, jetzt kann ich mich auch nicht mehr drehen. Oh, das ist echt manchmal blöd. Komm weg. Da will ich nicht weiter rumlaufen. Ich gehe jetzt hier zum Haus. Guck, geht viel besser. Sofort, instant. Ei, Nagel, oder? Warte mal. Das ist so ein Haken von so einem Zelt, ne? Kaum von großem Wert, aber das wird als Schatz angesehen. Deswegen müssten wir das jetzt eigentlich geschafft haben. Jawohl. So, ab nach Hause. Man muss halt immer ins Büro zurück. Das ist nervig. So. Ich wollte gerade was trinken. Ah. Sammlung. Eisenknopf. Ach, das war der gute, ne? Zerstörter Kupferknopf. Aber alles haben wir nur einmal. Deswegen behalte ich das. Ich möchte alles einmal haben. Zumindest jetzt am Anfang. So, E-Mail. Was haben wir denn jetzt noch? Finde die Pickelhaube. So, und hier, das ist das erste mit so einem Hinweis. Und zwar, hier müssen wir jetzt suchen. Ich akzeptiere das. Wir haben 58 Dollar, da kommen wir nicht weit. Verdammt. Ich hatte so viel Kohle. Mit auf dem anderen Spielstand. Hä? Achso. Ich glaube auch, mein Hauptquartier ist hier in Bayern. Was? Und jedes Mal hier unten loslaufen, ne? Boah. Was cool wäre, wenn in dem Büro, wenn man dann später noch so die coolsten legendären Schätze in so einem Regal aufbewahren könnte. So typisch, ja, früher Tomb Raider Style, wo das da so gesammelt wurde in dem Haus. Oder später Assassin's Creed ist es ja auch so mit den Sammlungen. Haha. Oder wir verkaufen einfach alles, weil, sagen wir mal so, alles, was im guten Zustand ist. Ich glaube nämlich, du findest ja überall dieselben Gegenstände. Also alles, was ich hier gefunden habe, inklusive diesem Schlüssel, den habe ich auch schon in Gettysburg gefunden. Da wäre mir mehr Vielfalt natürlich lieber. Das hätten die auch da echt ein bisschen mehr einbauen können. So, schauen wir mal nach der Pickelhaube. Ich weiß nämlich, wo es ist. Weil ich es schon gemacht habe zum einen und auch beim letzten Mal, wo ich aufgenommen habe und die Aufnahme fail war, wusste ich jetzt anhand des Fotos, wo ich graben muss oder suchen muss mit dem Detektor. Kam da denn gerade runter? Das klang, als ob da was runtergefallen wäre. So durch das Geäst. Boah, das schabt aber auch hier, ne? So, und zwar müssen wir hier hin. Guck mal, so genau sieht das Bild aus.
Ihr merkt es gerade, man konnte es gut sehen, was ich meine, dass er unten so nicht in so einem schönen Bogen, sondern dass er dann so nach vorne zuckt. Yo, guck mal, wie sauber die ist hier drin. Brrr. Und guck mal, wie dreckig die jetzt ist. Fand ich auch mega lustig. Hahaha, eine Pickelhaube. Aus dem 19. Jahrhundert. Komm, mach mal sauber. 1889. Eine bayerische Pickelhaube, entworfen im Jahre 1842 durch König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen für die preußische Infanterie und fand eine schnelle Verbreitung in ganz Deutschland, als es auch 1887 vom König von Bayern adaptiert wurde. Es ist unsicher, woher das Design des Helms stammt, ob die Deutschen es von den Russen übernommen haben, es eine parallele Erfindung gewesen ist oder einfach eine Fortführung des Designs der napoleonischen Kavalleriehelme. Die Form wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr populär und von vielen Ländern übernommen. Unter anderem von Norwegen, Schweden, aber auch Bolivien, Kolumbien, Chile, Ecuador, Mexiko und vielen anderen Staaten. Auch in Südamerika so häufig. Kann ich mich gar nicht so jetzt dran erinnern. Ich war ja da nicht auf der Welt, aber so, dass ich jetzt irgendwie Geschichtsdokus gesehen hätte, wo die sowas aufhaben in Südamerika. Hälfte des 19. Jahrhunderts, okay, interessant. Man lernt halt nie aus, ne? Blim. Abgeschlossen. So, wir machen noch ein bisschen hier Kleinkram. Um halt noch etwas... Kann ich graben von hier aus? Da geht doch ein Graben. Jetzt findet er das hier nicht mehr, oder was? Wie dumm der ist. Und was haben wir? Oh, eine Schelle. Oder Manschette. Ein Teil davon. Ein Metallverschluss. Ja, hau weg. Warum? Ja. Gönne ich mir. Ah, wir wollten gucken, ob wir Geld machen durch den Metallschrott. Aber hier ist gut, da haben wir schon eine zweite. Wert ist... $11. Wow. Komme ich weit. Kann ich garantiert nach Gettysburg fliegen. So, warte mal. Ich will hier runter. Oh, krass. Das, Alter, das war krass. Sofort drauf. Ich bin nur weitergelaufen. Halt reflexartig, ne? Standard Movement. Wir werden uns das im nächsten Part aber anschauen. So, im nächsten Part werden wir uns anschauen, ob wir durch den Metallschrott Geld verdienen. So, das scheint wieder so ein Knopf zu sein. Schauen wir mal, wie gut der in Zustand... Boah, der sieht noch besser aus, oder? Obwohl, man sieht schon so ein bisschen Patina. Das Metall sonstiges, ich würde sagen, das ist aus Kupfer, weil sich hier so eine Patina bildet. Also dieses grüne Schimmern, das ist Korrosion auf Kupfer. Nennt sich Patina. Alter Schlaumeier. Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Büro. Ja. Und dann merken wir uns direkt jetzt schon, wie viel Geld wir... Oder nee, wir verkaufen erstmal ein bisschen was. Wir haben 59. Oh, mein Prestige ist gestiegen. Yeah. So, erstmal Sammlung. Eisenknopf. Oh, das ist bei beiden so. Und beide sind genau gleich. Komm, verkaufen. Und hier, was ist das? 11 und 16. Da kaufen wir das für... Warte, nee. Das ist besser.
Also im besseren Zustand zu verkaufen natürlich nicht so optimal. Leider kann ich den nicht verkaufen hier. Guck mal. Ursprungs Ausrichtung ist von hinten. Also anstatt, dass die den so von der Seite zeigen oder von vorn. Oder was ist denn hier überhaupt? Das ist vorn, oder? Klar, hier ist das Symbol. Das ist hinten. Der aussieht wie von so einer Feuerwehr mit diesem... Keine Ahnung, hat auch einen Namen. Egal. Ich würde sagen, jetzt gucken wir ja erstmal noch die E-Mails durch. So. Also, Erbverfahren. Die britische Filiale von Global Antiques. Suchen Sie nach Aufträgen. Im Gardertal in der Slowakei. Ja, ja, da geht's bald hin. Akzeptieren. Und hier haben wir noch einen Nebenjob. Wo? Im slowakischen Tal. Den schnellsten Weg durch die Berge, alles klar. Haben wir alles genommen. So, und wir haben jetzt 101 Dollar. Im nächsten Part schauen wir dann, ob wir durch den Müll Geld verdienen. Wir schauen mal auf die Karte, wie weit es denn bis in die Slowakei ist. 50 Dollar. Ich würde gerne aber erst dahin, weil da habe ich noch zwei Aufträge offen. Aber wir werden es sehen. Vielleicht mache ich das auch offscreen, hier noch ein bisschen Geld sammeln, bis ich dahin kann. Mal gucken. Oder wir gehen einfach das nächste Mal nach Slowakien. So, wird schon. Ich danke euch fürs Einschalten. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und haut drin. Bis dahin. Tschüss.